Hey Leute, heute für euch die besten Games des letzten Jahres. Viel Spaß! Nummer 5. Dark Souls 3. Wie die anderen Spiele von From Software bietet Dark Souls 3 eine einzigartige Erfahrung, die subtiles Storytelling, ein dunkles Setting und verdammt schwere Kämpfe verbindet. Für geduldige Spieler lohnen sich die vielen Ingame-Tode und stundenlangen Übungen auf jeden Fall. Spieler, die alles beim ersten Versuch schaffen wollen, sollten um dieses Spiel aber einen großen Bogen machen. Warum solltest du es spielen? Dark Souls 3 ist nicht für jeden, aber in Zeiten, in denen nur wenige Spiele eine echte Herausforderungen sind, bringen die Spiele von From Software jeden Spieler an seine Grenzen. Das sehr gute Kampfsystem, die fantastische Grafik und interessante Spielewelt machen Dark Souls 3 wohl zum besten Teil der Serie. Auch wenn man da natürlich wie immer anderer Meinung sein kann. Aber nun weiter mit der Nummer 4. Doom. Selbst die größten Fans des Klassikers müssen zugeben, dass das Reboot von Doom ein tolles Erlebnis ist. Die Kämpfe sind so brutal und schnell, wie es Fans erwarten sollten, und hebt den Shooter von der Masse ab. Nicht zuletzt das Gameplay macht Doom zu einem außergewöhnlichen Vertreter des First-Person-Shooter-Genres und vor allem zu einem würdigen Nachfolger des klassischen Shooters der 90er. Mit seinem treibenden Soundtrack, brutalem Gameplay und zahlreichen Feinden ist Doom Spielspaß allererster Güte. Es ist diese Art von Spiel, die den Gamer in die Welt hineinzieht und ihn immer wieder abholt. Noch beeindruckender macht das Ganze, dass wenige damit gerechnet haben, dass Doom überhaupt so gut werden würde. Das zeigt, was gutes Gameplay und ein ausgereiftes Konzept bewirken können. Und weiter mit der 3. Titanfall 2. Titanfall 2 übertrifft seinen Vorgänger in allen Kategorien. Es bietet einen emotionalen, actionreichen Singleplayer, der alte und neue Fans zufriedenstellt, und die Kampfmechaniken bieten jede Menge Spaß. Das Gameplay ist schnell, brutal, actiongeladen und hält einen definitiv in Atem. Viele haben zwar erwartet, dass der Multiplayer von Titanfall 2 auf dem Erfolg des Vorgängers aufbauen würde, aber die wirkliche Überraschung ist der Singleplayer. Hier wird eine emotionale Bindung zwischen dem Spieler und seinem Robotergefährten aufgebaut und die Schauplätze der Kampagne sind absolut fantastisch. In einem Jahr, in dem wirklich viele Shooter mit ihren Kampagnen enttäuschten, ist Titanfall 2 die angenehme Ausnahme. Kommen wir zur Nummer 2. Uncharted 4. Obwohl der Hype für den vierten Teil der Reihe riesig war, konnte Uncharted 4 dem gerecht werden. Von den tollen Schauplätzen über die ausgefeilten Charaktere und die weltumspannende Story, das Spiel setzt neue Maßstäbe für Videospiele. Zwar wird hier der Fokus stark auf die Story und Charaktere gelegt, aber der Spielspaß bleibt auf keinen Fall auf der Strecke. Wenn ihr ein Fan der Reihe seid, habt ihr Uncharted 4 wohl schon längst gespielt. Aber auch Neueinsteigern wird der Titel von Naughty Dog wahrscheinlich sehr gut gefallen. Zusätzlich zur Kampagne ist auch der Multiplayer mit dem neuen Survival-Modus ein toller Bonus. Der Abschluss der Geschichte von Nathan Drake kombiniert mit dem Know-how des Entwicklerstudios Naughty Dog machen Uncharted 4 zu einem der besten Spiele des Jahres 2016. Aber das wohl mit beste Spiel des Jahres 2016 ist die Nummer 1. Overwatch. Overwatch ist absolut kein gewöhnlicher Shooter mit seinen 21 einzigartigen Helden, der farbenfrohen Welt und Spielmodi, die viel Teamwork erfordern, falls man einen Sieg erringen will. Ob es an der Erfahrung von Blizzard, dem Spieledesign selbst oder, was nun mal sehr wahrscheinlich ist, einer Kombination von beidem liegt, Overwatch und sein süchtig machendes Gameplay sind etwas für jeden Gamer. Abgesehen von Pokémon Go wurde über kein Spiel mehr gesprochen und während andere längst in der Versenkung verschwunden sind, ist Overwatch immer noch ein heißes Thema. Das Spiel ist derart meisterhaft kreiert, dass sich kaum Fehler finden lassen und, falls doch, werden sie von Blizzard schnell behoben. Aber der wichtigste Grund, weshalb Overwatch das Spiel des Jahres ist, ist seine Langlebigkeit. Von allen Spielen, die 2016 erschienen sind, wird Overwatch wohl auch in 2017, 2018 und weit darüber hinaus Bedeutung haben. Naja Leute, da wir uns ja schon im Jahr 2017 befinden, kann ich nur sagen, For Honor wäre da für mich genauso ein Anwärter auf die Nummer 1 gewesen. Aber naja, es ging ja um 2016. So, damit wir wissen, ob euch das Video auch gefallen hat, lasst uns auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch jetzt noch zwei weitere Videos anschauen und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bleibt gesund, peace out!